kann. Hey, hey, cool bleiben. Tja, natürlich total zugedröhnt. Heute Nacht verabschiede ich mich von euch allen. Geld ist Geld, da gibt's keinen Spaß. Ihr vergeudet euer Leben, lauft uns hinterher wie Hündchen. Wer hat dir in den Kaffee gepisst? Johnny, warte! Mach das nicht. Du kannst immer noch zurück. Komm her, Mann. Scheiß auf die Band. Nicht deine Leute, nicht deine Szene. Mach dein eigenes Ding. Mistkerl. Ich werde dich echt vermissen. Bis im nächsten Leben, mein Freund. Du bist spät. Ich liebe es, wenn du sauer bist. Bringt mein Südstaatlerblut in Wallung. Steig ein, bevor ich meine Meinung ändere. Silverhand? Hey, Scheitern! Bring uns in die Luft! Hier, setz das auf! Und nimm es nicht ab, klar? Scharf machen und den Rest der Schwerkraft überlassen. Die Explosion erschüttert das Fundament, Turm stürzt ein, Chaos, Geschrei, Abspann. Wir haben nur ein kleines Zeitfenster. Leg mich ein. Ist Gras grün, fliegen
Vögel, fressen Katzen Mäuse, scheißen Ratten Flöhe. Der Mainframe ist kein Spielplatz, Murphy. Mach schon. Sende die Evakuierungsdurchsage auf allen Frequenzen, damit wir anfangen können. Meine Fresse. Wer hat denn dieses Manifest geschrieben? Die Antwort kannst du dir selbst denken. Johnny, jetzt bist du völlig abgedriftet. Das sage gerade ich. Na los! Noch mehr! Jemand muss die Position übernehmen! Shido 2, wie ist die Bombe nochmal? Jetzt komm schon, wir müssen los! Der Demolitron. Bombe ist bereit. Saka Elite, mach was los, Johnny. Weg! Schieß die Kabel durch! Schmeiß die Rotoren an, wir sind gleich da! Noch nicht fertig. Ich muss das hier noch in ihr Subnet speisen. Scheiße, ich wusste es. Es ging dir nie um Arasaka, oder? Sondern um dein Groupie-Output. Du würdest das nicht verstehen, Rogue. Mach das alleine. Du hast 4 verfickte Minuten, wenn du mitgenommen werden willst. Tür ist offen. Arasaka-Wichser im Anmarsch. Ich lieb dich, Spider. So wie der Rest der Welt. Los, los, los! Fuck! Gleich am Zugangspunkt. Kabel rein. Netter Eisbrecher. Aus dem Ausland? Kennen wir denn jemanden, der das Subnet-Protokoll umschalten kann? Sehr komisch. Hilfst du uns oder nicht? Weben, spinnen, spinnen, weben. Zeit, ein paar Fliegen zu fangen. Danke, Murphy. Und jetzt noch ein wenig... Heiliger Cyberstrohsack, wir sind im Fernsehen. Und Seht. Nun schalten wir zum Arasaka Tower, wo die Evakuierung nach einer Anschlagsdrohung durch eine unidentifizierte Terrorzelle in vollem Gange ist. Die Terroristen erklärten, ein Monument des Konzernkolonialismus stürzen zu wollen. Der Bürgermeister von Night City, Embole Ebunike, erklärte, dass man jegliche terroristische Handlungen unter der geballten Faust des Gesetzes ersticken werde. Hoffentlich kann unser Korrespondent vor Ort am Arasaka Tower etwas Licht auf die sich verschärfende Situation werfen. Fertig. Und jetzt raus da. Sie kommen hoch. Sofort zum Dach. Schnell. Die Tür ist verriegelt, aber die hält nicht lange. Lauf, Johnny, so schnell du kannst.
Masha. Hab's doch gesagt, Johnny Boy. Eines Tages mach ich dich fertig. はい、まだ生きています。わかりました、向かいます。Versuchen wir es nochmal. Deine Komplizen, wer sind sie? Woher hattet ihr die Spaltmaterialien? Willst du dem guten Kopf da drüben nicht mal was sagen lassen? Nun sei nicht so. Welcher Terrororganisation gehörst du an? Woher hattet ihr die Spaltmaterialien? Opa, dich kenne ich. Hatsuse. Jokusetsu hanashi o suru. Mann, was für ein Anblick. Mein Mann starb. In diesem Turm. Aber es gibt Schlimmeres als den Tod. Ich wollte nicht, dass er stirbt. Nase, kono you na koto. Wieso hast du das getan? Um deinem Wahnsinn ein Ende zu bereiten.人は嘘をつき、自分自身を欺く。だが、社は違う。社は雄弁だが、彼らは決して嘘をつかない。死者の言葉には、慎ましさがある。始めろ。 Du? Wer bist du?
schwerer, als er aussieht. Hör zu, Alter. Ich hab genau gemacht, was du wolltest. Also lass uns was aus. Arasaka-sama, お父上の殺害犯を見つけました。 この男で間違いありません。 はい、1時間後には着くかと。 Leise! Wieder um. Halt die Augen offen! Fuck! Wir brauchen beide medizinische Versorgung. Gibt es einen Reparator, dem du vertraust? Ich... kenne wen? Wir müssen zu einem Reporter. Schnell! Victor flickt uns zusammen. Wir müssen irgendwie dorthin. Ruf jemanden an, irgendwen. Okay, schon gut. Guten Tag. Mein Scanner zufolge sind Sie außerhalb des Versorgungsgebiets. Komm, mich einfach holen.
Ich muss zu Mystis Esoterikum. Vor Victors. Sehr wohl. Ein Wagen ist unterwegs. Er sollte in weniger als 20 Minuten eintreffen. Was fällt dir ein? Hey! Der Direct Link ist beschädigt. Bitte führen Sie das Kabel unterhalb des Ohrs ein. Aber nicht zu tief. Zwischen seinen Lymphknoten unter dem Kopfwendermuskel sollten zusätzliche Neuralbuchsen sein. Wenn ich versehentlich eine Vene treffe, stirbt er. In der Tat. Wenn Sie nichts tun, aber auch. Ich glaube, ich hab Bluten. Stellen Sie nun eine Verbindung her. Schnell, bringen wir ihn rein. Ich schaffe es nicht. Muss mich setzen. Ist das dein Blut? Misty! Blutdruck fällt. Neurogener Schock. Er stirbt. Ich schneide durchs Hinterhauptbein. Gibt keinen anderen Weg. Damit riskieren Sie... Ich weiß, was ich tue. Geht es ihm? Noch nicht so gut wie dir, aber es wird jeden Tag besser. Wie? Bist du da drin? Oh, mein Kopf. Wie fühlst du dich? Weiß nicht, Vic. Es dröhnt in meinen Ohren. Und ich sehe Dinge. Diese Halluzinationen, beschreib sie mir. Blendende Lichter. Es ist laut. Ich bin auf einer Bühne und kaum atmen. Ich bin voll von Hass. Dann lasse ich alles raus ins Mikrofon. Es bringt nichts. Ich fühle mich nicht besser. Und dann, versprich mir nicht zu lachen, platziere ich eine Bombe im Arasaka Tower. Da gibt es nichts zu lachen. Sie haben mich getötet, Vic. Hatte noch nie so eine Angst. Das war zu real, selbst für einen Wachtraum. Du hast nicht geträumt, W. Das waren Erinnerungen. Auf diesem Splitter ist ein Persönlichkeitskonstrukt. Deine Träume waren seine Vergangenheit. Ich soll die Erinnerung einer anderen Psyche erlebt haben? Wie soll denn das gehen? Ihr zwei seid auf eine Art verbunden, die ich nicht ganz verstehe. Wir zwei? Ich und wer, Vic? Wer ist das? Johnny Silverhand. Ein Terrorist. Zu meiner Zeit in aller Munde. Aber jetzt gerade ist das nicht das Wichtigste. Was ist wichtiger als der Terrorist in meinem Kopf?
Der Biochip ist wie eine Zeitbombe und sie tickt. Du hast nicht mehr lange zu leben. Maximal ein paar Wochen. Silverhands Konstrukt überschreibt dein Bewusstsein, übernimmt nach und nach deinen Körper, bis du irgendwann verschwindest. Wie, es ist wichtig, dass du das verstehst. Ich glaub kein Wort von dem Bullshit, den du da ausspuckst. Weißt du auch, warum? Weil er keinen gottverdammten Sinn macht. Ich weiß nicht, was mit mir passiert, aber es muss eine logische Erklärung geben. Du bist der Beste der Besten, Vic. Warum kannst du mir nicht helfen? Willst du die lange oder die kurze Fassung? Lass nichts aus. Kein einziges Detail. Okay, auf dem Chip war... ist ein Konstrukt, eine Psyche. Die von Johnny Silverhand. Du hast ihn in deinen Chipslot getan. Nichts passiert, richtig? Bis du tot warst. Eine Kugel in den Kopf von Dexter Deschamps. Aber wie soll man's von sowas zurück ins Leben schaffen? Kleines Kaliber, du hattest Glück. Dank einer weiteren von vielen Fehlentscheidungen von Mr. Deschamps. Die Nanobots des Chips begannen, den Schaden zu reparieren. Dann nahmen sie dich bei der Hand und lockten dich weg. Weg vom Licht. Menschen stehen nicht von den Toten auf, als sei nichts passiert. Früher nicht. Heute tun sie das, wenn sie geheime Konzerntech tragen, die dazu programmiert ist, sie wiederzubeleben. Was ist mit mir? Meiner Psyche? Ich komme zurück aus dem Jenseits und dann soll ich so tun, als ob diese Veränderungen normal sind? Frag die Techniker von Arasaka. Aber deine Psyche wird ausgelöscht werden. Unter Schmerzen. Aus der Sicht des Biochips sind deine Gehirnzellen ein Tumor, der rausgeschnitten werden muss. Und dein Körper eine leere Hülle für das Konstrukt. Also will dieser Scheiß-Terrorist mich ausradieren und meinen Körper für sich haben? Nicht bewusst. Das passiert automatisch und ist unvermeidbar. Keiner von euch kann es aufhalten. Und wenn wir den Chip rausnehmen oder deaktivieren? Beides außer Frage. Du würdest sterben, und zwar sofort. Vic, du hast mich schon so oft gerettet. Wenn du nichts für mich tun kannst, dann... was verflucht soll ich dann machen? Sag's mir! Bitte! Vic! Ich weiß es nicht, Kleiner. Misty? Verlangst zu viel von einem alten Mann wie Vic. Komm, Vic. Bringen wir dich nach Hause. Dann starb er. Ich dachte, ich würde sterben. Mit ihm zusammen. Im Schlaf. Der Schlaf ist wie ein Hauch des Todes. Des Unvermeidlichen. Ich weiß nicht mal, ob ich jetzt wach bin. Ich meine, ich könnte schon tot sein, oder? Darauf solltest du dich nicht fixieren, Vi. Verdräng es. Hier, ich habe etwas Medizin für dich. Omega-Blocker. Wenn du sie regelmäßig nimmst, schreitet der Verfall weniger schnell voran. Sie sollte auch deinen Untermieter etwas ruhig stellen. Das Pseudo-Endotrizin ist von mir. Es beschleunigt den Prozess, setzt den Dämon also praktisch frei. Eine Pille, die diesen Hurensohn wachrüttelt, damit er mich gleich umbringen kann? Hör zu. Für eine Weile wird es dir gut gehen.
Aber schon bald könnte dein Leben purer Schmerz sein. Ich gebe dir nur eine Wahl, mein Lieber. Das Gehirn lässt sich überlisten. Schmerztabletten sollten reichen. Deine Psyche wird sterben wie? Du wirst dein eigenes Ich dahinschmelzen sehen. Irgendwann erkennst du dich selbst nicht mehr. Es wird beängstigend. Schmerzhaft. Aber das muss es nicht sein. Wozu brauche ich Pillen, verdammt? Warum blase ich mir nicht gleich das Gehirn mit einer Knarre raus? Weil du dann zwei Seelen töten würdest. Willst du das? Ich muss mich hinlegen. Hier, ich hab noch was für dich. Das hat Vic aus deinem Schädel gezogen. Ein Glücksbringer? Versprich mir, dass du ein bisschen schläfst, ja? Misty, warte. Weißt du, Jackie? Ja? Er hat immer von dir gesprochen. Sehr oft. Wir hatten einen Streit, bevor er sich zu diesem Job aufgemacht hat. Er war nicht sauer auf dich. Ich hoffe, das weißt du. Ja. Ich wünschte nur, unsere letzten Momente zusammen wären anders gewesen. Aber jetzt brauchst du etwas Ruhe. Also schlaf. Bitte, schlaf. Ich muss hier raus, verstanden? Und ich töte jeden, der mich aufhalten will. Dich eingeschlossen. Ich brauche eine Kippe. Wo hast du deine? Geh und kauf welche! Ich brauch nur eine! Eine letzte! Was? Was für ein ranziges Joy-Toy habe ich denn da gefickt? Verpiss dich endlich! Für wen arbeitest du? Mach's Maul auf! Ich reiß ihn selbst raus. Nein, warte! Ich werde die Kontrolle haben. Ich finde einen Weg. Hörst du? Wiedersehen, Arschloch!
Aber nicht so! Steck dir eine Knarre ins Maul und drück ab! Na los! Ich spüre, wie unsere Seelen sich berühren. Ich bin wie Schimmel. Rost, zerfresse dich. Kann nichts dagegen tun. Hörst du mich? Ach, ich würde kotzen, wenn ich's könnte. Es ist nur eine Kopie des Engrams. Ich bin irgendwo da draußen. Ganz sicher. Ich bring dich um! Mach! Worauf wartest du? Habe ich gute Nachrichten für euch. Die Kopfsperre um euren G20